Der alle 2 Jahre in Deutschland stattfindende Historikerinnentag ist mit rund 3.500 Teilnehmenden einer der größten geisteswissenschaftlichen Kongresse in Europa. Die Tagung gilt als der zentrale Ort der Zunft, an dem medien- und breitenwirksam Diskussionen geführt werden, die das Fach in seinen inhaltlichen Ausrichtungen genauso prägen wie sein Bild in der Öffentlichkeit. Diskussion und Austausch stehen bei diesem Versammlungsformat im Mittelpunkt, dass Sektionen, Einzelvorträge, Podiumsdiskussionen und Posterpräsentationen sowie nicht weniger wichtig Kaffeepausen und andere soziale Events umfasst. Als zusätzliche Austauschplattform sind für die versammelte Zunft seit den 2010er Jahren soziale Medien hinzugekommen, unter denen vor allem der Kurznachrichtendienst Twitter eine besondere Rolle einnimmt. Twitternde Tagungsteilnehmende publizieren und Eindrücke von der Tagung in Kurznachrichtenform von zunächst 140 Zeichen, ab November 2017 dann 280 Zeichen. Sie diskutieren miteinander, posten Fotos und Links auf weiterführende Informationen, machen damit über einen vielstimmigen Tagungsbericht und verabreden sich bekannter oder unbekannterweise zu einem ganz realen Kaffee. Als kommunikativer Rückkanal ermöglicht Twitter bei Tagungen damit einen unmittelbaren und parallelen Austausch zu den Vorträgen, ohne diese zu stören, wobei auch Personen, die physisch nicht anwesend sind, partizipieren können. In unserem Projekt haben wir die Tweets untersucht, die unter dem jeweiligen Konferenz-Hashtag anlässlich der 4 Historikerinnentage von 2012 bis 2018 publiziert wurden. Im Mittelpunkt unseres Erkenntnisinteresses stehen die Entwicklungen und Besonderheiten der Twitter-Praktiken, Inhalte und Netzwerke der historischen Fachcommunity in einer wissenschaftlichen Tagungssituation über 8 Jahre hinweg. Dafür haben wir verschiedene statistische, digitale und analoge Methoden miteinander verschränkt und angewendet, um darüber dann unterschiedliche Perspektiven auf dieses Korpus zu ermöglichen, von dem Sie hier die Grunddaten sehen. In diesem Screencast zeigen wir in aller Kürze unsere Herangehensweisen und erste ausgewählte Ergebnisse sowie weiterführende Überlegungen. 3 Besonderheiten sind an unserem Projekt im Vergleich zu anderen Analysen von Tweet-Corpora in Tagungssituationen hervorzuheben. Zum einen ist hier zum ersten Mal eben die deutschsprachige Geschichtswissenschaft, die in den Blick genommen wird. Zum zweiten geht es anhand von 4 Tagungen über einen sehr langen Zeitraum von insgesamt 8 Jahren. Und zum dritten, über ein offenes Codieren ermöglichen wir genderspezifische Auswertungen und Perspektiven, was bisher in dieser Form ebenfalls neu ist. Social Media als Untersuchungsgegenstand ist eine neue Quellengattung, die seit mehreren Jahren eben auch ein besonderes Untersuchungsobjekt in verschiedenen Disziplinen wie Soziologie, Politik oder auch den Gesundheitswissenschaften ist und dabei für Sentimentanalysen oder auch Wahlforschung genutzt wird. Tweets enthalten dabei 3 unterschiedliche Datenformen, die über die Twitter-API abgerufen werden können. Das sind zum Beispiel nutzergenerierte Daten wie Text, Fotos, Videos, Accounts, Hashtags. Das sind prozessgenerierte Daten wie Retweets, Favs, Likes, Followern und Antworten. Und es sind Metadaten wie der Nutzername, Timestamp, Links, geografische Informationen. Dabei gibt es ganz neue Herausforderungen in der Arbeit. Einerseits methodische Fragen, wie beispielsweise man mit diesen großen Mengen an Daten umgeht, aber eben auch der Zugang darauf, weil es eben proprietäre Daten sind. Und dann kommen auch Fragen zur Reichweite und der Skalierbarkeit dazu. Zentral dabei sind aber auch ethische und rechtliche Fragen, insofern als dass das Sammeln, Aggregieren und das Weitergeben dieser Daten nicht immer erlaubt ist. Meistens sind die Daten zwar öffentlich, aber sie sind von den Nutzerinnen und Nutzern nicht unbedingt für eine gesamte Öffentlichkeit gedacht oder auch für eine wissenschaftliche Nutzung veröffentlicht worden. Wir haben einen
großen Korpus erstellt, mit dem wir gearbeitet haben. Dieser besteht aus mehreren Unterkorpora, die aus zwei unterschiedlichen, mit zwei unterschiedlichen Tools zusammengestellt wurden. Einerseits mit Hilfe des Text-Tools, eine Erweiterung für Google Sheets, mit dem man eben die API ansteuern kann. Andererseits eben direkt auch die Twitter Premium API mit Hilfe von R und einem R-Package namens R-Tweet. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Corpora-Arten sozusagen ist, dass einerseits erstere direkt meist im Anschluss der Veranstaltung abgerufen wurden, während wir mit der Twitter-API direkt erst im Dezember 2019 gearbeitet hatten. Wir haben bei dem späteren Abruf auch breiter Hashtags benutzt, um auch wirklich mehr einzufangen, was vielleicht nicht unter den benutzten Hashtags erwähnt wurde. Und jetzt gibt es aber einen weiteren großen Unterschied auch zugunsten dieser früheren Abruf, nämlich Tweets, die bereits gelöscht worden sind oder von Accounts gekommen sind, die auf privat gestellt wurden, die sind in dem späteren Abruf nicht drin und können deshalb eigentlich nicht untersucht werden. Nun durch den Vergleich dieser beiden können wir das aber machen und können die Tweets identifizieren, die gelöscht wurden. Für diese Tweets fehlen dann angereicherte Daten, die wir mit dem neuen Abruf erhalten können, beispielsweise die Zahl der Likes und Retweets von dem Tweet, die eben auch ein großer Vorteil dieses neuerlichen Abrufs sind. Dennoch ermöglichen sie natürlich eine sehr interessante Analyse, die sonst eben nicht möglich wäre. Der Workflow bestand eben im ersten Schritt aus der Korpuserstellung und auch Zusammenführung. Danach wurden die Daten kodiert und dann teilt sich das auf, eben auf das Pre-Processing für die Textanalyse, die Vorbereitung für die Netzwerkanalyse und eben statistische Auswertung für Visualisierungen. Und eben im letzten Schritt wurden die entsprechenden Dinge dann eben auch durchgeführt. Ja, bei der offenen Codierung haben wir die Tweets in 7 Kategorien eingeteilt. Zum einen und zum anderen die insgesamt 1970 Accounts, die getwittert haben, zu den Historikerinnen-Tagen mit Gender- und Typcodes versehen. Also Mann, Frau, anonym, Einrichtung, Unternehmen, Zeitschriften und so weiter. Die 7 Codierungen der Tweets, die waren in Anlehnung an eine Studie, die 2009 schon zu Digital Humanities angelegt wurden, um da eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Dazu gehören also Code 1, die Kommentare zu Vortrag oder zu Veranstaltungen, dann Ressourcen und Links teilen, Gespräche und Diskussionen, Notizen machen, Online-Präsenz gestalten, also Werbung auch für ein eigenes Panel, eigene Publikation, organisatorisches und Call for Papers und unklarer Code-Typ. Mit diesen offenen Codierungen ging es uns vor allem darum, Intentionen, also Absichten der Twitter-Userinnen zu taggen und nicht zu sehr die Inhalte von Tweets. Jetzt zunächst also erstmal in aller Kürze einige ausgewählte statistische Beobachten. Es lässt sich wenig überraschend eigentlich eine starke Zunahme der Anzahl an twitternden Accounts zu den HistorikerInnen-Tagen seit 2012 beobachten. Von 155 Accounts in Mai 2012 stieg die Zahl der Twitter-Storians auf 1045 beim HistorikerInnen-Tag in Münster an. Die Zahlen sind vor allem bei den Frauen stark angestiegen, die aber weiterhin deutlich unter den Zahlen der Twitter-Accounts von Männern liegen in absoluten Zahlen. Aber man sieht zugleich auch an diesen absoluten Zahlen, wie klein letzten Endes diese historische Twitter-Blase im Bereich der Personen ist, trotz dieser Zuwächse. So rund 1500 Personen mit den anonymen Personen haben insgesamt zu allen HistorikerInnen-Tagen getwittert. Das ist also nur ein kleiner und spezifischer Ausschnitt der Fachcommunity. Und insgesamt haben auch nur 658 Accounts überhaupt einen oder mehrere Original-Tweets
gepostet. Also alle anderen tauchen hier nur auf, weil sie retweetet haben, was jemand anderes getwittert hat. Die zweite Beobachtung ist, dass die steigende Anzahl an twitternden Historikerinnen und Unternehmen nicht zugleich bedeutet, dass auch im vergleichbaren Umfang mehr getwittert wird. Im Gegenteil, in absoluten Zahlen gehen diese Zahlen nach einem starken Anstieg 2014 und an einem nur leichten Anstieg 2016 in Hamburg beim Historikertag 2018 in Mainz auf einen Wert noch unter den von 2014 zurück. Besonders deutlich sieht man den Knick bei den Original-Tweets, der dafür verantwortlich ist, dass die Zahlen eben runtergehen. Dazu muss noch gesagt werden, dass die große Mehrzahl der Accounts 2012 und 2014 jeweils ungefähr 2 Tweets im Durchschnitt schicken und 2016 und 2018 dann nur noch einen Tweet pro HistorikerInnen-Tag. Und die hohen Zahlen kommen hier zustande, weil es eben einige Power-UserInnen gibt, die dafür sorgen, dass eben doch viele Tweets nach wie vor auftauchen. Dennoch, und das zeigen jetzt hier die nächsten Übersichten, sind die Historikerinnen und Historiker während ihrer wichtigsten Tagung eine auf Twitter aktive Community, wie man jetzt sieht bei dem Blick auf die Retweets und auf die Likes. Beides sind soziale Akte, doch während Likes weniger sichtbar sind und vor allem die Sympathie für einen Tweet oder vielleicht auch für den Account-InhaberInnen aufzeigt, gelten Retweets als die bedeutendste Metrik, als Indikator für Resonanz und für Aufmerksamkeit. Und mit Blick auf diese beiden Maße, Retweets und Likes, ist die Community an Twitter-Storians über die Jahre nicht passiver geworden, sondern ist eben anders aktiv. Die hohe Zahl, insbesondere bei den Likes, deutet darauf hin, dass die gesendeten Tweets zumindest gelesen wird, dass damit interagiert wird. Und die Zunahme der Retweets ist ein Phänomen, das sich insgesamt auf der Plattform beobachten lässt, in Teilen auch aus technischen Gründen, weil nämlich dass die Retweet-Funktion überhaupt erst eingeführt worden ist. Mit welcher Intention twittern nun die Historikerinnen anlässlich der Tagung? Die Ergebnisse der Codierung zeigen hier schwankende Zahlen bei den einzelnen Veranstaltungen, was nahelegt, dass hier mit Ausnahme einiger angedeuteter Trends weniger eine Entwicklung zu sehen ist als kontextbezogenes Verhalten anlässlich der einzelnen HistorikerInnen-Tage und ihre spezifischen Dynamiken. Zunächst aber zu den Trends. Also bei allen 4 Veranstaltungen zielten die Praktiken vor allem darauf, mit den Tweets während der Tagung Notizen zu machen und Vorträge und Diskussionsbeiträge damit neutral zu dokumentieren. Das ist die Kategorie 4 hier in Pink zu sehen. Diese Kategorie hält durchgängig bei allen Teilkooperationen und Veranstaltungen den höchsten Anteil bei den Originaltweets, also Notizen machen. Dass insgesamt nur rund ein Viertel aller Original-Tweets Kommentare oder eine Wertung zum Vortrags- oder Tagungsgeschehen haben, das ist Kategorie 1, das dunkle Grün, das mag erstmal niedrig erscheinen, weil Twitter eigentlich als Ort gilt, an dem jeder und jede das sagen kann und die Meinung kundtut, wie es ihm gerade beliebt. Die Anzahl der Original-Tweets, die Ressourcen und Links teilen, Kategorie 2, das ist dieses dunkle Orange, bleibt im Laufe der Jahre in absoluten Zahlen zwar gleich, aber der Anteil am Gesamtkorpus ging doch sehr stark zurück auf knapp 8% nur noch in Münster 2018. Zu beobachten ist außerdem ein kontinuierlicher Rückgang der Gespräche unter dem Tagungshashtag, also die Kategorie 3, das ist das dunkle Lila, die von 16,5% in Mainz 2012 weiter zurückgeht und dann schließlich in Münster nur noch 7% überhaupt umfasst. Woran das liegt, werden wir später vielleicht noch sehen. Weiter ist auch zu beobachten, dass Twitter auch in der historischen Fachcommunity zunehmend ein Ort geworden ist der Werbung oder der Selbstdarstellung. Die Kategorie 5, Online-Präsenz gestalten und Werbung für ein eigenes Panel, eigene Publikation, hier hellgrün bei uns in der Visualisierung, umfasste 2012 rund ein Fünftel der Original-Tweets und sank dann, und das ist schwer zu erklären, 2014 ab, um dann beim letzten HistorikerInnen-Tag 2018 in Münster einen Höchststand von 27,3% erreichte und damit die Kommentare, also das dunkle Grün, von Platz 2 im Kategorienschema verdrängte und damit den zweiten Platz einnimmt.
Zu beachten ist allerdings, dass diese Kategorie 5 sehr divers ist und witzig gemeinte Tweets genauso umfassen. Das ist eine wichtige Kategorie beim Tagungstwittern, wie Hinweise zu den eigenen Panels und Veranstalten oder auch ein einfaches Plaudern. Also Tweets, die genauso wie Gespräche für die Beziehungspflege und für die Netzwerke von Bedeutung sind. Interessant ist die Verteilung der Kategorien bei den persönlichen Accounts, während bei den Historikern, die hier links zu sehen sind, Notizen machen, also die pinke Kategorie, auf Platz 1 ist, Kommentare posten, die dunkelgrüne Kategorie auf Platz 2 und Online-Präsenz gestalten, das helle Grün auf Platz 3, ist bei den Historikerinnen, die hier rechts sind, auf Platz 1 Kommentare posten, also ganz oben das dunkelgrün. Und dann gefolgt von Notizen machen, die pinke Kategorie, und Gespräche dann lila auf Platz 3. Mit 15,24% ist der Anteil an Tweets zum Online-Präsenzgestalten, also zum hellen Grün, bei den Frauen dennoch höher als bei den Männern. Also sind jetzt die Frauen meinungsfreudiger oder mutiger, um ihre Kommentare über Twitter zu posten, oder empfinden Sie so eine Praktik eigentlich einfach nur als relevanter? Die Inhaltsanalyse wird nachher zeigen, dass Sie vor allem mehr loben, wodurch Sie eben auch mehr Kommentare zum Tagungsgeschehen posten. Jetzt ein kleines Zwischenfazit. Man kann also sagen, dass 2012 eine kleine Community versucht hat, mit vielen Tweets eine möglichst flächendeckende Dokumentation zu erreichen. Es wurden vor allem Originaltweets gesendet und Twitter unter dem Tagungshashtag für Gespräche und für Austausch genutzt. Aber es gab auch viele Links und Informationen, die gepostet wurden. Tweets von anderen wurden weniger geliked oder retweetet. Der erfolgreichste Tweet 2012 hat gerade mal 12 Retweets und 4 Likes. 2018 ist es dann eine größere Community, die Twitter vor allem dazu nutzt, um zu lesen, was andere schreiben, und weniger als Ort, um sich an der Unterhaltung aktiv durch eigene Beiträge zu beteiligen. Es sind also zahlreiche Mini-Monologe, die sich hier zeigen, weniger ein großes, gemeinsames und verteiltes Gespräch. Es gibt aber sehr viele Retweets und sehr viele Likes. Und die Frage ist eben, woran liegt das? Und für diese Entwicklung dürften eine Mischung aus verschiedenen Faktoren verantwortlich sein. Zum einen eben die vergrößerte Community und damit zusammenhängend auch der Einzug von Hierarchien aus dem analogen Raum in diesen digitalen Raum bei Twitter. Also wenn verstärkt Professorinnen und Einrichtungen twittern und der Folge dann eine stärkere Selbstkontrolle, ein Schwerpunkt auf Performance gelegt wird. Das zeigt beispielsweise das Ausgreifen und die Sichtbarkeit der offiziellen Accounts, wie die des Historikertags, vor allem 2014, oder auch die Accounts von Professoren und Professorinnen, die die meisten Likes und Retweets bekamen. Natürlich auch, weil sie die größere Followerschaft besitzen, aber eben nicht nur. Wir haben jetzt viel schon über die Community gesprochen, und dementsprechend ist es naheliegend, dass wir uns jetzt in der Netzwerkanalyse auch diese Community genauer anschauen. Ein erster Schritt hierzu ist für uns eben die Followerschaft, wer folgt wem, gewesen. Und das sieht man jetzt in diesem Graphen visualisiert. Alle Nutzerinnen und Nutzer, die einen der betrachteten Konferenz-Hashtags benutzt haben, sind in diesem Graph enthalten, sofern sie 2 weitere Accounts ihnen auch folgen. Das soll sicherstellen, dass eben nur Accounts, die nicht nur einfach als diesen Hashtag benutzt haben, ohne mit dieser Community was zu tun haben, hierbei eben betrachtet werden. Die Färbung der Communities basiert auf der Modularität. Damit werden kleinere Communities innerhalb dieses großen Graphen erkannt. Und die Knotengröße basiert auf der Anzahl der Follower und Followerinnen innerhalb dieser Community. Wenn wir jetzt uns anschauen, wie sich diese Teil-Communities zusammensetzen, können wir hierzu uns anschauen, welche Akteurinnen und Akteure hier jeweils aktiv sind. Auf der linken Seite sehen wir, dass viele Medien Akteure und Akteurinnen aktiv sind. Oben
rechts sehen wir tendenziell Akteurinnen und Akteure aus der Digital History. Im Uhrzeigersinn sehen wir Akteurinnen und Akteure aus dem Archivwesen. In der Mitte im rötlichen Bereich sehen wir Open History oder das Histocamp beispielsweise. Und unten im blauen Bereich sehen wir auch viele Historikerinnen und Historiker wie Achim Landwehr, Michael Wild oder Hedwig Richter. Dies deckt sich eben auch mit weiteren Erkenntnissen, wenn wir uns anschauen, welche Hashtags in diesen verschiedenen Teilen dieser Landkarte genutzt werden oder wurden. So wurde das Hashtag digital tendenziell vor allem unter den Akteurinnen und Akteuren, die hier grün eingefärbt sind, genutzt. Das Hashtag Archiv eher bei den dunkelgrünen Accounts, wobei eben auch bei den grünen Accounts. Wir können aber auch nicht nur Hashtags anschauen, wir können natürlich auch anschauen, welche Worte innerhalb der Tweets benutzt wurden. Wenn wir jetzt ein inhaltliches Thema, beispielsweise kolonial, in deutscher und englischer Schreibweise anschauen, dann sehen wir, dass es eben tendenziell eher im unteren Bereich stattfindet. Benutzen wir ein Wort wie Sektion, das sich direkt auf das Tagesgeschehen bezieht, so zeigt sich auch, dass der lilane Bereich doch relativ wenig vertreten ist. Diese interessierte Fachöffentlichkeit oder Öffentlichkeit scheint nicht unbedingt vor Ort zu sein, aber beteiligt sich dennoch rege an den Diskussionen. Wenn wir uns anschauen, wie diese Entwicklung der verschiedenen Akteurinnen und Akteurinnen passiert, das kann man an dieser Stelle machen. Wir haben eine kleine Animation hier gebaut. Dann sieht man, 2012 haben wir hier vor allem Akteurinnen und Akteurinnen im Bereich der Digital History. 2014 wird das Feld schon größer. Viele Historikerinnen und Historiker, die jetzt sich für dieses neue Medium interessieren, aber eben auch eine Öffentlichkeit kommt dazu. Und 2016 wird es wirklich nochmal deutlich größer, das Feld. Nun sind alle der im großen Graph vertretenen Gruppen auch vorhanden. Und 2018 sehen wir wirklich nochmal, dass viele neue Akteurinnen und Akteure dazukommen und dieses Netzwerk wirklich nochmal anwächst. Ja, dann kommen wir jetzt noch auf ein paar Perspektiven auf die Inhalte der Tweets. Digitale Textanalyse in sozialen Medien trifft auf zahlreiche Herausforderungen. Das muss man einleitend nochmal sagen, weil Twitter vor allem eben als sehr kurz ist und zudem auch zeit- und kontextgebunden. Tweets bestehen oftmals nur aus einem Satz oder aus einem Halbsatz, wobei insbesondere die fehlende Satzstruktur eine Herausforderung ist für viele Text-Mining-Methoden. Hinzu kommt dann der bei Twitter verwendete Spezialjargon mit vielen einmaligen Schreibvarianten, mit Abkürzungen, mit Neologismen, ungewöhnlichen Akronymen und Emojis sowie eben auch sehr oft Tippfehler in den häufig rasch und mobil eingetippten Nachrichten. Tweets sind also in jeder Hinsicht kreative Schöpfungen, die daraus resultierenden Daten sind aber noisy und erhalten eben neben den Tweets zu einem bestimmten Thema immer auch ein sehr schwer einzuordnendes Material. Und diese eigentlich unüberschaubare Menge an Kommunikation mit ihrer Vielstimmigkeit und ihren starken Kontextbezügen angemessen inhaltlich zu beschreiben, ist quasi unmöglich, sowohl digital als auch analog. Und auch wir haben dazu nicht das Zaubermittel gefunden. Was aber funktioniert, das sind Perspektiven auf das Korpus auf der Wortebene, also Worthäufigkeiten, chronologische Frequenzgrafen, so Kookurrenzen, um darüber dann in einem Wechsel mit dem Close Reading eine explorative Datenanalyse, Textanalyse anzustellen. Und dafür haben wir jetzt in einem ersten Schritt Boyen-Tools genutzt und planen dann als nächstes weitere Text-Mining-Methoden anzuwenden. Also zunächst hier den Blick auf die Frequenzanalyse, auf die Top 15 der meistverwendeten Begriffe. Und dann wird auf einen Blick deutlich, dass
hier vor allem digitale Themen im Vordergrund stehen. Am häufigsten genannt sind eben Begriffe wie die Sektionshashtags der AG Digitale Geschichtswissenschaft, also DigiGW 14, DigiGW 16 sowie digital überhaupt. Wie schon in der Netzwerkanalyse deutlich wurde, waren es also die, vor allem die Digital Historians, die sehr viel getwittert haben, und zwar eben zu digitalen Themen. Der History Slam ist hier vertreten, eine Veranstaltung, die vor allem die jüngeren HistorikerInnen anzog. Und interessant ist hier auch der Vergleich zwischen den von Männern und von Frauen geposteten Original-Tweets. Denn unter den Top 15 bei den Männern tauchen Sektionshashtags auf wie HistMat. Das ist hier auf Platz 4. Oder weiter unten dann noch Casino und Cocovi. Und beim Reinzoomen, zurückgehen auf die Original-Tweets, sieht man eben, dass HistMat eine Sektion war 2014 zur materiellen Kultur, die auch live gestreamt wurde, die Sektion, was ganz häufig den Effekt hatte, dass eben dazu mehr getwittert wurde. Weitere Ergebnisse der Frequenzanalyse sind eben, dass nach den Sektionen zum digitalen Thema eben das History, der History Slam sehr betwittert wurde, aber eben auch die Veranstaltung von Clark und Krummeich, die Debatte 2014 zwischen beiden, die ganz weit oben ist. Überhaupt gehören die beiden zu den am meisten erwähnten Historikern in unserem Twitter-Korpus. Krummeich noch vor Clark, und auf Platz 3 steht dann Frau Schlothäuber mit 85 Erwähnungen. Das sind wohlgemerkt die Platzierungen für Personen ohne eigenen Twitter-Account. Man sieht hier auch, dass im Korpus der Frauen die Adjektive gut und spannend prominent platziert sind. In absoluten Zahlen haben Männer zwar das Wort gut häufiger verwendet, nämlich also 72 Mal zu 59 Mal, aber der Wert der relativen Häufigkeit, also in Bezug zum jeweiligen eigenen Korpus, ist im Korpus bei den Frauen signifikant höher. Und was der Grund ist für die vorhin erwähnten höheren Anteil an Kommentaren bei den Frauen. Blickt man jetzt auf das Korpus von 2018, so sieht man, dass da digitale Themen immer noch vorn sind, aber die Sektion DigiGW fehlt dieses Mal. Die Tweets sind auch insgesamt sehr gut verteilt. Auch nicht digitale Sektionen tauchen bei Twitter auf. Es gab ein Histocamp, wie man hier sieht, und das Doktorandenforum im Übrigen gleich auf mit der Resolution und mit jeweils eigentlich sehr niedrigen Werten, wobei letztere auch unter dem Hashtag VHD-Resolution nochmal getwittert wurden, aber auch nur 17 Mal. Am zeitlichen Verlauf sieht man bei den Trends, dass das Wort Resolution erst am Ende des Historikerinnen-Tags bei Twitter auftauchte und dann auch eigentlich nur verhalten. Also die Kontroverse darüber entzündete sich erst später, zumindest auf Twitter, sie so nicht nachzuvollziehen. Und auch wenn dieser Historikerinnen-Tag in Münster als derjenige in die Geschichte eingehen wird, bei dem der VHD seine Mitglieder über eine dann stark diskutierte Resolution abstimmen zu lassen und sie damit überraschten, zeigen die Twitter-Daten und auch das Close Reading, das bei Twitter selbst ein anderes Thema im Vordergrund stand und vermutlich, so unsere Interpretation, auch zu einem Verstummen der Gespräche und auch für eine relativ niedrige Anzahl an Original-Tweets während der Veranstaltung sorgte. Und das war die Poster-Session des Doktorandenforums und dann im weiteren Sinne allgemein der Umgang mit dem sogenannten Nachwuchs. Die Poster-Session des Doktorandenforums sorgte 2018 bei den beteiligten Promovierenden für Unmut, weil die Veranstaltung in einem abseits gelegenen Raum und nicht ausgeschilderten Raum stattfand, weil 7 Poster zu Beginn nicht gedruckt vorlagen, wofür die Veranstalter zuständig waren, und die Promovierenden sich damit auf einen Nebenschauplatz gestellt fühlten. Und das fiel auch gleich am Tag 1 des Historikerinnen-Tags auf, wie Sie an den Tweets hier links sehen, am 25. September. Doktorandinnen publizierten dann einen offenen Brief auf dem Portal LISA, der dort auch zahlreiche Kommentare erhielt. Und die Antwort des Vorstandes des Verbandes wurde ebenfalls bei LISA publiziert. Die Tweets zur Poster-Session und zum Doktorandenforum unter dem offiziellen Tagungshashtags, wie wir sie vorhin gerade gesehen haben, waren aber zahlreicher, als man in der Kurve, die wir gesehen haben, annehmen kann. Weil nicht alle Tweets
zu diesem Thema auch das Wort im Doktorandenforum enthielten. Es kamen dann andere Themen noch dazu, Nachwuchs, Nachwuchs verhüten, Wissenschaft verhüten, Nachwuchsrebellion und dergleichen. Auffallend sind hier vor allem die sehr, sehr hohen Retweet- und Like-Zahlen, insbesondere bei den kritischen Tweets der Professoren zur Poster-Session, die hier Spitzenwerte erreichten. Die Ankündigung des offenen Briefes oben von Portal Lisa ist der erfolgreichste Tweet in diesem Twitter-Korpus von 2018 mit 75 Retweets und 96 Likes. Auf Platz 2 ist dann der Tweet darunter von Jürgen Zimmerer mit 43 Retweets und 137 Likes. Und der Tweet von Achim Landwehr, der schon einen Tag zuvor dazu getwittert hatte, damit als erster Professor dieses Thema auch aufgegriffen hatte, bekam 26 Retweets und 97 Likes. Also unter den Top 10 der am meisten gelikten Tweets waren die ersten 4 in diesem Jahr zum Doktorandenforum. Die Promovierenden haben sich durchaus auch selbst zu Wort gemeldet, sonst wäre das Thema ja auch nicht hochgekocht. Aber eben die prominente Schützenhilfe hier war sehr willkommen und brachte vor allem das Thema auf den Punkt. Und vor allem fällt bei uns im Korpus die Stille der Veranstalter und des Verbandes bei Twitter auf. Der Account Historikertag antwortete gar nicht auf diese Vorwürfe und postete auch keinen einzigen Tweet dazu. Der Verband selber retweetete dann nur den Antwortbrief der beiden Vorsitzenden, also ein Tweet, den eigentlich das Portal Lisa gepostet hatte. Überhaupt waren beide Accounts während dieses Historikertages relativ still und kommunikationstechnisch war das auf Twitter zumindest keine Glanzleistung, wie damit umgegangen wurde. Vertieft man sich nun weiter in ein Close Reading der Tweets, die ja auch weiterhin abrufbar sind, so sieht man zahlreiche Antworten und Diskussionsstränge unter den Tweets, die ohne Tarnhashtags gepostet wurden, sodass sie bei uns hier im Korpus eigentlich gar nicht auftauchen. Ob das nun strategisch bewusst so gemacht wurde oder nicht, lässt sich wohl nur durch eine ergänzende qualitative Interviews herausfinden, um dann diesen Teil weiter zu untersuchen. Damit beenden wir jetzt unseren ersten Überblick über die Ergebnisse. Das Korpus, die Dokumentation aller Schritte sowie auch die Ergebnisse werden wir auf dem Blog Digital Humanities am DHIP zugänglich machen. Eine kurze Fassung erscheint dann hoffentlich im Tagungsband der Tagung Digital History. Und dort bei dieser Tagung freuen wir uns dann auch auf die Diskussion und auf Ihre Fragen und Anregungen. Vielen Dank.